meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Fernsehsendung Volksmusik TV, Schlagerfernseh.de. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen in Lahr auf der Klostermatte. Zu Gast im Schwarzwald und im Schwarzwald sind natürlich ganz Europa vertreten. Ha, Elsass liegt ganz nah und die nächste Künstlerin kommt aus dem Elsass. Vor ein paar Jahren habe ich sie auf der Bühne gestellt mit einer großen Gruppe und seitdem macht sie ihren Weg nach oben. Begrüßen Sie mit mir mit einem Donnerapplaus die kleine, große Sandra! Koffer ein, den Urlaub, der muss auf.
auch mal sein. Die Tickets liegen schon bereit. Das wird eine super Zeit. Papa hat was ausgesucht und einen Flug gebucht. Wo ist das super heiß und gibt es süßes Eis? In Florida. Wo ist das Meer noch klar und werden Träume wahr? In Florida. Wo gibt's nen Palmenstrand? Wie heißt das Wunderland? Florida. Ja, wir fahren nach Florida. In Italien ist es schön, doch haben wir das schon gesehen. In Mallorca und auf Korsika waren wir schon letztes Jahr. Nun geht es nach Amerika. Unsere Nachbarn waren schon da. Ja, dort ist es schön. Das muss man einmal sehen. Wo ist es super heiß und gibt es süßes Eis? In Florida. Wo ist das Meer noch klar und werden Träume wahr? In Florida. Wo gibt's nen Palmenstrand? Wie heißt das Wunderland? Florida. Ja, wir fahren nach Florida. Wo es Krokodile gibt, man viele Waschbären sieht, das Abenteuer winkt, ein Vogel hier das Lied der Freiheit singt. Wo ist es super heiß und gibt es süßes Eis? In Florida. Wo ist das Meer noch klar und werden Träume wahr? In Florida. Wo gibt's nen Palmenstrand? Wie heißt das Wunderland? Florida. Ja, wir fahren nach Florida. Einen Wahnsinns-Riesenapplaus für Sandra. Heute in der Musikbox Sandra aus dem Elsass. Es ist schon ein bisschen komisch. Sie ist aus meinem Land auch. Also zwei Elsässer, die miteinander Deutsch moderieren. Das muss uns schon mal einer nachmachen. Sandra, neue CD, neuer Parcours für dich. Neue CD? Ja. Und wie heißt die? Das weiß ich. Das weißt du noch nicht, okay. Du bist im Moment im Studio. Und du, so ein kleines Mädel, geht es auch zur Schule? Ja. Ja. Und was willst du irgendwann mal werden? Schülerin. Schullehrerin. Ja, und Sängerin. Okay, Schullehrerin passt zuerst. Also so ging es mir mal. Irgendwann hatten unsere Eltern gesagt, also Anschenkenberuf muss her. Das geht nicht anders. Anschenkenberuf und dann Künstlerin. Auf jeden Fall dein Applaus. Wir finden dich nachher nochmal. Sandra! Tja, meine Damen und Herren, in der Sendung Musikbox heute live aus Laar auf der Klostermatte begrüßen wir einen Künstler aus der Schweiz. Ein herzliches Grüezi in die Schweiz für Roman Peters. Du bist die Frau meiner Träume. Mehr. Doch wo krieg ich eine her, die mich auf den Händen trägt und nicht an meinen Nerven trägt, die mich stets bei Tag und Nacht zu Wachs in ihren Händen macht, mich lieben und dann
meinen Finger wickeln kann. Ich suche die Frau meiner Träume. Ich suche die Frau zum Verlieben. Wer weiß, wo ich sie finden kann? Wer sagt mir, wo ist sie geblieben? Schenken kann, nicht nur für diese eine Nacht. Zärtliche Stunden in ihren Armen, zärtliche Stunden zu zweit. Mein ganzes Leben soll ihr gehören. Voilà. Tja, die Frau meiner Träume. Ich habe sie noch nicht gefunden. Sag nicht goodbye und nicht adieu. Und sag auch nicht lebewohl zu mir, wenn du gehst. Sag nicht goodbye und nicht adieu. Denn ich weiß ganz genau, dass du auf mich stehst. Sag nicht goodbye und nicht adieu. Sag einfach nur auf Wiedersehen. Schon morgen früh bin ich bei dir. Dann wird es wieder nochmal so schön. Mit dir träum ich vom Leben in Zweisamkeit. Allein das ist verlorene Zeit. Sag nicht goodbye und nicht adieu. Sag einfach nur auf Wiedersehen. Schon morgen früh bin ich bei dir. Dann wird es wieder nochmal so schön. Die Einsamkeit machte mich krank schon seit langer Zeit. Doch dann kamst du und brachtest mir Licht in die Dunkelheit. Beim Abschied sagte ich nach dem kleinen Rendezvous: Je t'aime, ma chérie, und mon amour. Sag nicht goodbye und nicht adieu. Und sag auch nicht lebewohl zu mir, wenn du gehst. Sag nicht goodbye und nicht adieu. Denn ich weiß ganz genau, dass du auf mich stehst. Sag nicht goodbye und nicht adieu. Sag einfach nur auf Wiedersehen. Schon morgen früh bin ich bei dir. Dann wird es wieder nochmal so schön. Mit dir träum ich vom Leben in Zweisamkeit. Allein das ist verlorene Zeit. Sag nicht goodbye und nicht adieu. Sag einfach nur auf Wiedersehen. Schon morgen früh bin ich bei dir. Dann wird es wieder nochmal so schön. Sag nicht goodbye und nicht adieu. Und sag auch nicht lebewohl zu mir, wenn du gehst. Sag nicht goodbye und nicht adieu. Denn ich weiß ganz genau, dass du auf mich stehst. Sag nicht goodbye und nicht adieu. Sag einfach nur auf Wiedersehen. Schon morgen früh bin ich bei dir. Dann wird es wieder nochmal so schön. Mit dir träum ich vom Leben in Zweisamkeit. Allein das ist verlorene Zeit. Sag nicht goodbye und nicht adieu. Sag einfach nur auf Wiedersehen.
dann wird es wieder noch mal so schön. Einen Riesenapplaus für Roman Peters Dankeschön. Roman. Ja, bitte. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es sein kann, eine Dame zu fragen, was sagst du, wenn ich gehe? Könnte ja sein, dass sie sagt, Gott sei Dank. Weißt du was, da gibt es einen altbewährten Spruch, den man immer wieder sagen kann, auf dieses Ding, ein Gentleman schweigt und genießt. Oh, ja? So sind die Schweizer nun. Naja, natürlich. Wir haben hier zwei Lieder gehört, die stammen aus deiner neuesten Produktion. Das sind zwei Lieder gewesen, die auf der neuesten CD kommen wird. Die wird so, ich sag mal, rund, sag mal, Ende Monat sind wir... Bei den Schweizer 3 Monate? Geht das? Nee, Quatsch. Bei den Schweizer geht es ja meistens einen halben Monat früher. Nee. Eigentlich Ende Monat sollte dann bald die neue CD erscheinen mit den neuesten Titeln von Roman Peters. Die einen haben schon viele andere Titel gehört, aus der Grand Prix-Zeit natürlich auch. Du, wollte ich gerade darauf zurückkommen, Grand Prix, Vorentscheid, hat wieder nicht gereicht. Wie ist das Gefühl? Wunderbar. Also ich meine, dabei sein ist alles. Wieder nicht gereicht. Das ist so ein böses Wort. Na, ist normal. Wieder nicht gereicht. Das ist das zweite oder das dritte Mal, dass er es probiert. Aber irgendwann klappt's. Sicher, das ist mittlerweile das vierte Mal gewesen, wo ich mich qualifizieren durfte für den Grand Prix der Volksmusik in der Schweiz. Also wieder mal nicht gereicht. Aber vielleicht müssen wir ein fünftes Mal hingehen, damit wir dann endlich mal international dabei sind. Oder ein Doppelpass. Dann wer bist weiß. Du dabei. Wer weiß. Wer weiß. Roman Peters. Dankeschön. Und einen schönen Abend noch. Tja, die nächsten Künstlerinnen, bei denen kann man nicht sagen, wieder nicht gereicht. Die haben die letzten Monate, die letzten Wochen fast in ihrer kleinen Karriere alles erreicht. Was sie jetzt im Moment einnehmen können, wenn man so jung ist wie die zwei. Ich sag nur, Rust, Stefan Ross, immer wieder sonntags oder ganz viele anderes, das werden sie uns nachher erzählen. Begrüßen Sie mit mir mit einem Donnerapplaus. 1000 Fragen an die Liebe für die Geschwister David. Tausend Fragen an die Liebe, die
Antwort, ja, die Antwort gab mir ganz allein dein Kuss. Tausend Fragen an die Liebe, die man einfach wissen muss. Doch die Antwort, ja, die Antwort gab mir ganz allein dein Kuss. Was du mir so erzählst, das kommt mir spanisch vor. No, 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 Espanol, doch mach ich mir nichts raus. Denn manches Mal, da kommt man ohne Worte aus. Denn manches Mal, da kommt man ohne Worte aus. No, 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 Espanol, mein fescher Matador. Was du mir so erzählst, das kommt mir spanisch vor. No, 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 manches Mal, da kommt man ohne Worte aus. Denn manches Mal, da kommt man ohne Worte aus. Einen Riesenapplaus! Riesenapplaus für die Geschwister David. Die sind mittlerweile 17 Jahre alt und haben jetzt im letzten halben Jahr sehr viel erreicht. Wir hier bei der Musikbox, wir wollen wissen, wie war's bei Immer wieder sonntags? Also für uns beide ist da wirklich ein riesengroßer Traum in Erfüllung gegangen. Es war ein wunderschönes Wochenende in Rust. Und wir beide, denke ich, können jetzt schon sagen, wir denken sehr, sehr gerne an dieses tolle Wochenende zurück und möchten uns natürlich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken für diejenigen, die uns unterstützt haben. An dieser Stelle tausend Dank. Und wir beide freuen uns schon, wenn wir nächstes Jahr in der Eröffnungssendung wieder dabei sein dürfen. Tausend Fragen geben, tausend Dank. Eine neue CD, neue Produktion. Was gibt's demnächst Neues bei den Geschwistern David? Ja, also wir haben jetzt unser zweites Album rausgebracht mit 16 Liedern. Und für jeden Geschmack was dabei, flott, romantisch. Und ja, 1-0 für Liebe heißt es. Und wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere sie vielleicht kaufen würde. Einen riesen Applaus, vielen Dank. Euer Applaus, die Geschwister David. Tja, meine Damen und Herren, in der Musikbox bei herrlichem Wetter in der Schwarzwaldmetropole Lahr sind wir heute zu Gast. Und da empfangen wir jetzt eine Volksmusikgruppe. Der Name sagt eigentlich nichts oder doch viel. Die Krümlerburm. Nur, dass die Krümlerburm ein Mädel dabei haben. Und jetzt gibt's aber Volksmusik
Bauerpur mit den Krümlerwurm und Manuela. Erst was geschehen. Ich fahre zum Friseur, verdammt, da werde ich noch frontal gerammt. Ich schau mir die Bescherung an. Es kann nicht anders sein, ein Mann. Lieber einen Mann als überhaupt kein Problem. Ohne Probleme fehlt was im Leben. Lieber einen Mann als überhaupt. Wie schön der Abend werden kann. Doch nach dem ersten Gläschen Wein schläft er in deinen Armen ein. Das zeigt uns wieder mal genau, die Männer werden niemals schlau. Sind lieb und manchmal wie ein Kind. Ich lass die Männer, wie sie sind. Lieber einen Mann als überhaupt. Schickeria,
Schickeria, geht dir die Augen über, da lässt da jeder das Schwein da raus, den ohne den fällt nicht auf. Ja, in der Schickeria, da geht's nur um den Flieder, sonst haben die Leute nur Stroh im Kopf, ja und es kommt vom vielen. Einen Riesenapplaus für die Krümlerwurm und Manuela hier in der Musikbox. Manuela, sag mal, wie schwierig ist es, mit so vielen Männern zusammen zu sein? Ich habe manchmal ein Problem mit einem. Mit den dreien wäre es nicht so schwierig, aber er, schon, ja. Was hat er, was andere nicht haben? Schau ihn an. Nee. Okay, was macht er so ab und zu mal? Die Leute wissen das nicht unbedingt. Also, uns interessiert das. Ich sage es ganz, ganz vorsichtig, er ist manchmal etwas anders. Oh, wie schön. Also, Krümlerwurm, so anders ist er. Dankeschön, ach wie süß, dankeschön. So anders, sag mal an, Krümlerwurm, Produktion, neue CD, was gibt's Neues, was gibt Aktuelles? Ich denke, das kann jetzt der Berti am besten sagen. Berti? Ja, wir haben natürlich eine neue Produktion. Aber die Männer reden hier, die Frauen nicht. Ja, die neue Produktion ist gerade im Laufen. Nächstes Jahr wird sie rauskommen. Es sind ein paar neue Titel dabei, ein paar interessante Titel. Mal sehen, ob es gefällt. In Richtung Volksmusik, in Richtung Schlager, in Richtung... Ja, beides, beides. Beides zusammen. Ja. Auf jeden Fall, herzlichen Dank für Ihren Besuch hier in der Musikbox. Das Wort zum Sonntag, am heiligen Sonntagabend. Ja, ich will das Wort zum Sonntag. Ich bin der einzige Auslanddeutsche. Haben wir Bayern da? Na, ich bin arisch, ich freue mich endlich einmal in Lahr. Mein Glas war Lahr, ich bin in Lahr und jetzt kriege ich es wieder voll. Aber schauen Sie doch her, heutzutage geht es immer noch um die Rente. Wer ist schon in Rente? Hand hoch. Narisch, die Weiberl unterhalten sich ja nur, wo die Männer arbeiten, wo sie Rente kriegen. Schauen sie zwar stehen vom Kaufland und schauen da und sagen, du, der Alter, wo arbeiten der? Ja, meiner ist 25 Jahre bei der Post. Was, beim Staat? Ja, das ist ja gut, da kriegt's ja schöne Rente. Ja, und deiner? Ja, meiner ist bei der Bahn. Ja, wie lang schon? 38 Jahre. Was, so lang? Ja, da kriegt's ja schöne Rente. Da kommt mein Alte hinterzu, sagen sie, gnädige Frau, können Sie mal mithören? Wir sind gerade dabei, wo unsere Männer arbeiten, wie lang dass sie arbeiten. Meine arbeitet bei der Post 35 Jahre, der andere hier von meiner Freundin 38 Jahre bei der Bahn, ja und ihr Mann, da hat meine gesagt, ja, der ist bei der Polizei. Was, beim Staat, da kriegt sie eine schöne Rente, ja wie lange ist er schon dabei? Ja, heute früh haben sie ihn erst abgeholt. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für euren Besuch hier in der Musikbox. Das ist euer Applaus, die Krümlerwurm und Manuela. Tja, in der Musikbox, die Kleine haben wir gesehen am Anfang. Sie hat die Sendung begonnen, die Sandra. Und die Sandra hat einen Musikkollegen, der mit ihr im Duett singt. In Deutsch, wiederum und sehr erfolgreich. Begrüßen Sie mit mir ein Wahnsinnsduo, Sandra und Ingo Roberts. Manchmal Tage, an denen gar nichts mehr geht. Es scheint dir unmöglich, dass die Erde sich dreht. Alles geht schief und dich verlässt der Mut. Dann baust du Mauern aus Eis, wo du Wärme suchst. Wenn du es willst, dann geh.
auf und vertrau auf dich selbst. Es gibt tausend Wunder, die du nicht siehst, weil du dein Herz und deine Augen schließt. Wenn du es willst, dann gehört dir die Welt. Steh endlich auf und vertrau auf dich selbst. Tu, was du willst und was dir gefällt. Öffne dein Herz und dir gehört die Welt. Jeder denkt an sich selbst, so ist an alle gedacht. So hast du gelebt, doch was hat es dir gebracht? Schau in den Spiegel, geh hinaus ins Licht. Du hast dein Leben in der Hand, siehst du das denn nicht? Wenn du es willst, dann gehört dir die Welt. Steh endlich auf und vertrau auf dich selbst. Es gibt tausend Wunder, die du nicht siehst, weil du dein Herz und deine Augen schließt. Wenn du es willst, dann gehört dir die Welt. Steh endlich auf und vertrau auf dich selbst. Tu, was du willst und was dir gefällt. Öffne dein Herz und dir gehört die Welt. Auf und vertrau auf dich selbst. Es gibt tausend Wunder, die du nicht siehst, weil du dein Herz und deine Augen schließt. Wenn du es willst, dann gehört dir die Welt. Steh endlich auf und vertrau auf dich selbst. Tu, was du willst und was dir gefällt. Öffne dein Herz und dir gehört die Welt. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Ich muss ja sagen, eine super Stimmung hier. Und ich freue mich, dabei sein zu dürfen mit der kleinen Sandra. Das macht riesen Spaß hier und ihr seid super drauf. Und ich hoffe, es geht so weiter. Gleich mit dem nächsten Titel im Reich der Kinder. Scheint, auch wenn Regen fällt, wo ein Lachen alle Grenzen sprengt, da ist ihre Welt. Ein Gefühl, das längst vergessen schien, ist nun wieder erwacht. Darum haben wir beide hier noch einmal Urlaub gemacht. Im Reich der Kinder zurück in Richtung Paradies. Burgen und Schlösser von kleinen Händen gebaut. Ja, dort sind die Träume aller Menschen zu Haus. Wo man mit Schokolade Frieden schließt, gibt es keinen Krieg. Die Luft nach Popcorn riecht und die Liebe siegt. Wo die Welt ein großer Zirkus ist, da wohnt das große Glück. Und die Straße der Sehnsucht führt uns wieder dorthin zurück. Im Reich der Kinder regiert die Fantasie. Schau nochmal zurück in Richtung Paradies. Burgen und Schlösser von kleinen Händen gebaut. Ja, dort sind die Träume aller Menschen zu Haus.
Schlösser von kleinen Händen gebaut. Ja, dort sind die Träume aller Menschen zu Haus. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Tja, meine Damen und Herren, in dieser Sendung Musikbox gibt es natürlich Sänger, Volksmusiksänger, aber auch instrumental. Und der nächste Künstler ist ein Panflötenexperte. Was der mit seinem Instrument machen kann, da wird manch einer neidisch. Begrüßen Sie mit mir hier in der Musikbox aus dem Schwarzwald Jürgen Schultes.
einen riesen Applaus für unseren Schwarzwälder Jürgen Schultes. Jürgen, sag mal, wie kommt ein Musiker dazu, dieses Instrument auszusuchen? Ja, bei mir war sehr viel Zufall im Spiel. Ich bin schon von Kindesbeinen an bei uns zu Hause im Musikverein, spiele da Trompete. Und als Trompeter in einem Musikverein kommt man irgendwann zwangsläufig auf James Last, der ja bekanntlich den Einsamen Hirten komponiert hat. Und dieser Titel hat mich damals derart fasziniert, dass ich mir eines Tages gesagt habe, dieses Instrument probiere ich einfach mal aus. Und schön macht er das, gell? Genau wie bei anderen Künstlern frage ich dich jetzt, was gibt's Neues bei dir? CD, was gibt's Neues? CD ist momentan keine in Arbeit, aber ich habe momentan sehr, sehr viele Live-Termine. Ich spiele zurzeit sehr, sehr oft bei Hochzeiten. Ich spiele sowohl in der Kirche als auch bei Abendveranstaltungen. Ein ganz besonderes Konzert ist am 10. Oktober in Villingen. Da mache ich zusammen mit einem Projektorchester ein Konzert, bei dem wir dann Musical-Sachen spielen. Wir spielen Filmmusik. Also ich denke, das gibt ein sehr, sehr schönes Konzert. Werbung war eigentlich nicht angesagt, aber ist gemacht. Dein Applaus, Jürgen Schultes. Dankeschön. Tja, in der Musikbox jetzt kommt ein Künstler. Man sagt immer, man ist nie Prophet in seinem Land. Er in seiner Stadt ist sowas wie eine Ikone. Er macht sehr viel für Kinder, er macht sehr viel für seinen Fußballverein, er macht sehr viel, vielseitig und singt. Eine Schlager-Ikone aus Lahr, Adrian Falk. Wir machen weiter auf der Suche nach dem Großen.
großen Glück. Solange wir noch jung sind, wollen wir was erleben. Solange wir lieben, tanzen, lachen, ist das Leben noch nicht vorbei. Solange wir noch jung sind, haben wir noch Spaß am Leben. Das ist die allerschönste Zeit und das geht nie vorbei. Solange wir noch jung sind, wollen wir was erleben. Solange wir lieben, tanzen, lachen, ist das Leben noch nicht vorbei. Solange wir noch jung sind, haben wir noch Spaß am Leben. Das ist die allerschönste Zeit und das geht nie vorbei. Das geht nie vorbei. Solange wir noch jung sind. Adrian, herzlich willkommen in der Musikbox. Ich habe es schon gesagt, du kommst aus La. Ja, sicher. Nicht gebürtig, aber ich lebe schon lange in La. Okay, man kennt dich in La. Okay. Sicher. Adrian, solange wir noch jung sind, neue Produktion? Ja, genau. Circa 8 Tage alt. Okay. Und ich muss ehrlich dazu sagen, der Chor fehlt noch. Aha, aber jetzt kommt's. Das sind die nächsten Titel. Hast du uns einen Chor mitgebracht? Erzähl mal. Ja, das sind die Fußballer der Spielvereinigung La. Sowohl die weiblichen wie die männlichen. Die erste Mannschaft ist vor einem Jahr, dreimal aufgestiegen in die Landesliga. Ich war damals gerade im Studio mit meinem neuen Album. Da habe ich gesagt, da machen wir was. Und ihr habt was gemacht. Ihr habt einen Titel aufgenommen und der Titel heißt für alle Fußballfreunde, gut aufpassen. Fußball ist geil. Adrian Falk. Und alle singen mit, in unseren Farben schwarz und weiß, den Klostermatten mit. Dass wir auch mal verlieren, haut uns so schnell nicht um. Wir kämpfen immer wieder für die Spielvereinigung. Fußball ist geil, Fußball ist geil. Bei uns, da geht durch Mark und Bein, in La nur ein Verein. Fußball ist geil, Fußball ist geil. Bei uns zählt nur für alt und jung die Spielvereinigung. Ob erste, zweite Mannschaft, das ist doch völlig Wurst. Wir feiern nur zusammen und haben immer Durst. Auch unsere Damenmannschaft spielt Ortenau bekannt. Mit ihrem Kleeblatt auf der Brust, alles an die Wand. Fußball ist geil, Fußball ist geil. Bei uns, da geht durch Mark und Bein, geht da nur ein Verein. Fußball ist geil, Fußball ist geil. Bei uns zählt nur für alt und jung die Spielvereinigung. In 6 Tagen schuf Gott die Erde. Am 7. Tag wollte er ruhen. Doch was tat er nun? Er schuf einen Fußballverein. Es war die Lahrer Spielvereinigung. Fußball ist geil. Fußball ist geil. Fußball ist geil. Fußball ist geil. Bei uns, da geht durch Mark und Bein, in La nur ein Verein. Fußball ist geil. Fußball ist geil. Fußball ist geil. Bei uns zählt nur für alt und jung die Spielvereinigung.